Und Leggy Wald. Oh. Der Wald der Lecks, viel zu große Bäume. Und die Goblins ein bisschen ausweichen, die greifen immer die ganze Zeit an. Haben nichts auf dem Kasten, aber greifen die ganze Zeit an. Das sind so kleine Kitties wahrscheinlich. So YouTube-Kitties, die auch immer Let's Play angreifen müssen. Das die beste Methode, um Kiddies zu nerven, ist einfach zu schreiben, ich sag kleine Babys und müsst immer rumheulen und rumkindelchen, kindeln und dann so blöd tun. Und dann hören sie auf. Die schreiben nie mehr was. Die wollen immer erwachsen sein. Schreiben immer, oh sie, ups. Sie wollen, ja, sie wollen etwas erreichen und so. Aber kindeln die ganze Zeit herum. Entscheidet euch, hey, ihr Kinderchen. Also, wir könnten rausgehen und vor dem Tor, aber dort ist es natürlich noch ein bisschen schwer zum Überleben, weil eventuell kommen Alsenjäger und killen uns. Aber ja, mal schauen, wie oft die kommen. Wir müssen ja auch ein bisschen testen, oder? Ich hoffe, die Jäger werden mal ein bisschen genervt. Das ist wirklich nicht mehr normal. Alle wollen cool sein und Leveler töten. Ah, hui. Ich gehe kurz hier noch nach Magnus schauen. Nur hier. Kurz an der Mauer entlang. Klarolia. Kann jemand mir Barb? Ich habe einen Barb, aber der ist noch zu low-levelig. Nichts hier? Gott, oh Gott. Hier sind sonst immer Kisten. Zwar wenig Magneten, aber ich gehe immer wieder gerne hier farmen. Aber nein, es ist nix. Rein, gar nix. Nicht mal irgendwas. Oh. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich muss kotzen. Hat's hier nirgends, überhaupt nirgends ein Dingsbums? Oh, der hat weh getan. Oh. Hey, Kumpel, was machst du denn hier? Nicht mich so blöd anschauen. Das sieht wirklich aus wie einer meiner Kumpels, der ist auch so extrem behaart und hat einen Affenfresse. Der fühlt sich sogar als Affe. Sagt er, und dann macht er, ich bin der Stärkste. Bestialischer Bär. Hui, hier kann man auch gut leveln später. Sind zwar wenig Mobs hier, aber gute Mobs. Nicht so blöde, nervende Mobs. So, was haben wir eigentlich hier? Erkunden wir hier mal die Gegend. Da bin ich wirklich fast noch nie gewesen. Eine Kiste mit 96 Goldmünzen. Aha. Hier unten hat sogar noch ein Bind. Ein WP. Ja, hier kann man sehr gut leben eigentlich. Wenn nur mehr Mobs hier wären. Das ist das einzige Manko. Hier drüben sehen wir den Strand da, wo wir ein paar Mal hinten gegangen sind.
Also wenn jetzt ein paar Leute kommen und Bock haben, mit mir zu spielen oder so, gerne. Ich kann dann wirklich ein paar Events machen und so und euch ein bisschen beschenken. Und sonst, ja eben, Clan, also Reichsschlachten machen, bis wir umfallen. Richtig cool, viel Spaß machen. Ich würde mich freuen. Gumo. Okay, hier haben wir den Shop vom Alga. Was haben wir denn hier? Nichts Gescheites. Können wir mal reparieren? Ja, nur 4000, also war alles noch intakt. Handeln. Die hat die gleichen Sachen. Accountlager haben wir alles rausgenommen, das für uns momentan. Assist based. Okay. Was haben wir denn hier unten? Schauen wir mal, was wir hier unten haben. Smile. Oh, hier haben wir Go. Sind das die besten? Sind das diese Tiger, die die Jäger immer nehmen? Nein, oder? Gibt noch größere. Oh, ich will unbedingt einen Jäger spielen. Machen wir mal eine Abstimmung. Ich hoffe, ich vergesse nicht, es auch unten noch hinzuschreiben. Wollt ihr dann auch manchmal sehen, wie ich den Jäger level? Weil den möchte ich relativ schnell leveln. Am besten bei Mobs. Ohne Quests und so. Und ja, eigentlich nicht schnell leveln. Okay, hier ist ein Hexer. Der ist aber AFK. Lieber nicht zu weit zu ihm gehen. Sonst greift er uns an. Ja, ob ich ja auch ein bisschen zeigen soll. Also ich benutze den eher zum Farmen. Also ich greife eher sehr leichte Mobs an als normale Mobs oder Ding-Mobs. Cable-Mobs. Ausgeglichene Mobs. Ja, ob es auch zeigen soll oder ob ich hier lieber auf die Reichsschlachten konzentrieren soll. Oder ob ihr beides sehen wollt. Also beides wird auch beim Jäger sein, aber nicht so oft. Und ja, ob ihr danach Livestream schauen wollt. Es war mir wichtig, ob es mich jetzt lohnt, noch eine Grafikkarte zu kaufen, damit ich gut Livestreamen kann. Und ob es sich nicht lohnt. Weil, zum Beispiel Minecraft kann ich auch ohne gutes Codec-Programm livestreamen, aber Regnum nicht, als würde dann lecken. Also wenn ihr komm hoch bitte. Ach Menno. Kann man hier keine Abkürzung machen? Ihr seid doch Schweine. Ihr habt mir keine Abkürzung machen lassen. Ah, Programmierer, ihr seid unfair. Es kommt dann sicher der Hex und tötet uns. Nein, wir sind in einer Sackgasse. Ich weiß, was ich mache. Genau, ich weiß, was ich mache. Ist mir egal, ich gehe jetzt nicht zurück. Selbstmord. Ich gehe ein bisschen warten. Ich töte mich nur vor dem Baden. So, selbst mal. Jo, also, ja,
ob sich wirklich lohnt, eine 300, 400 Euro teure Grafikkarte zu kaufen, damit ich livestreamen kann. Hallo. Ah, ich kann noch nicht schreiben. So, komm, laden. Nicht irgendwas machen. So. Okay. Jo, Livestream würde mir auch richtig gefallen zu machen. Und dann kann ich auch mit euch diskutieren live. Vielleicht noch einen neben PC oder so kaufen. Damit ich einfach ein paar Kommentare direkt beantworten kann. Weiß nicht. Aber irgendwie, plötzlich hat man Geld und plötzlich muss man auch viel ausgeben. Geld macht irgendwie einfach zu süchtig. Also mir zwar nicht so, natürlich. Ich war immer viel hinterher. Aber jetzt, wo ich alles ein bisschen offen habe, kann ich auch das Ersparte mal ausgeben. Das will ich auch momentan. Ich will es ja für euch machen. So. Da möchte ich euch schon ein bisschen helfen. Weil viele Kollegen, denen geht es momentan nicht so gut. Die haben sehr viel Stress in der Schule und bei der Arbeit. Können mich nicht viel sehen. Und ja, denen möchte ich auch ein bisschen helfen und ein bisschen Spaß machen. Ein bisschen denen den Spaß geben. Okay, 132 schon cool. Von 125 heute Morgen auf 132. Das sind 7. 7 Magnas gefunden. Ja, die Ausbeutung ist leider ein bisschen gering für die ganze Map ablaufen. Aber immerhin. Ich hatte schon Tage, da hatte ich gar nichts gefunden. Immer nur Felsen oder Adamant, Dingsteine. Ambersteine. Amber ist, glaube ich, Bernstein. Die haben das nicht übersetzt. Also nicht richtig übersetzt. Ich benutze die Keule, verschenke sie dann mal. Muss nicht benutzen, aber aufheben. Und ja. Ich will einfach so denken, wenn jemand online kommt und mit mir Freunde wissen will und so, dann am besten nicht zu viel stürmen und betteln. Das mag ich überhaupt nicht gerne. Und ich beschenke auch Leute nicht so oft, wenn sie die ganze Zeit herumheulen und eben betteln und sonst irgendwas. Also ihr werdet genug beschenkt. Und ja, auch mehr nach vorne Dinge, also noch mehr beschenkt, wenn ihr mit mir halt irgendwas macht, mir ein bisschen helft oder sonst irgendwas. Weil belohnen, für mich ist belohnen sehr wichtig, auch für lol, der ist einfach weggelaufen. Ja, für mich ist es auch wichtig, dass ich Kollegen belohnen kann und so weiter. Also da bin ich sehr sozial und jo, es freut mich halt riesig, wenn ich Kollegen habe, die mir irgendwas helfen können oder ich sie helfen kann und ja. Also jetzt auf die Lebensenergie schauen, nicht dass ich dann mich wieder tot kloppen lasse. Das passiert mir eigentlich nur in der Aufnahme. Vielleicht bin ich einfach zu abgelenkt, um auf die HP-Liste zu schauen. Vor allem, wieso oft über dem Charakter kein roter Balken ist oder so. Kakabona. Das
So, gehen wir hier hinter dem Baum. Nein, nicht so. Ich wollte doch nur laufen. So. Ich verkrieche mich jetzt wie ein kleines Maulwildtier. Und schaue, dass niemand mich angreifen kann. Weil die Alsen, die sind wirklich sehr, sehr fast kamikazisch beim Killen von Leuten, die leveln. Die schon geschwächt sind. Die greifen immer dann an, wenn die Leute schon geschwächt sind. Und dann will ich auch den Level-Killer machen. Damit die auch endlich aufhören. Der ist, glaube ich, Level 6 oder so. Ich weiß nicht, ob ich die schon irgendwie reinsockeln soll. Vielleicht verschenke ich sie auch. Trollala, trollolol. Jetzt wo ich bedenke, irgendwie macht mir Herdringen vielleicht schon bald Spaß. Am Anfang ist es extrem langweilig. Herdringen online. Mal schauen, ob es besser wird. Mit dem Farmen, also Farmen von Rohstoffen, Herbalismen und Story wird sich ja auch irgendwie mit den Gefährten drehen oder so. Aber für mich ist es halt einfach zu langstreckig. Die haben extrem lange Durststrecken reingebaut. Lange Laufwege und so. Das ist bei Recken zwar auch so, aber da ist es viel besser. Da hat's wenigstens noch ein bisschen kurze Laufwege, kurze Durststrecken, man kann immer was anderes machen. Ja. Irgendwie level ich nicht so schnell, komisch. Wahrscheinlich einfach, weil der Killspeed nicht so schnell ist wie bei den, was war es? Spinnen, genau. Ich habe bei den Spinnen gelevelt bis Level 34. Was habe ich danach gelevelt? Bei dem anderen Barbaren vom anderen Account. Weiß jetzt nicht genau, was ich dort gemacht habe. Hab ich alle? Was hast du alle? Jones. Ist das nicht deine Schauspielerin? Also, muss ich mal eins fragen. Also ich glaube von einem Film, also die Schauspielerin heißt anders und die Filmdame heißt so. Aber nicht Mrs. und Mrs. John, oder? Also Mrs. John von Mrs. und Mrs. Jones. Keine Ahnung, also ich habe den Film schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Den habe ich im Kino gesehen und seitdem nicht mehr. Der ist auch schon irgendwie 7, ja, der ist noch länger. 10 oder 12 Jahre oder so. Ich glaube, der ist von 2004, dann ist der 10 Jahre, ja. Diese Birke, voll detailliert. Das ist doch mal ein Baum. Kann man hier drauf? Nö. Wir gehen lieber hier hin. Müssen leider uns schon wieder ausruhen. Schade. Ja.
Leider gibt es momentan nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, ich beende hiermit die Aufnahmesession, werde leveln und dann haben wir wieder etwas zu tun und können dann nochmals questen oder so. Also, dann beende ich die Aufnahme hier und jo, wünsche euch einen schönen Ostermontag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Leute, guten Morgen. Ich muss mir meine Aufnahmen von gestern Abend, die ich verhunzt habe, weil es mir nicht so gut ging, jetzt nachholen. Also jetzt ist es morgen und ja, ich bin noch ein bisschen müde, sorry, wenn ich ein bisschen müde wirke. Jo, ich bin jetzt Stufe 35, habe noch ein bisschen gelevelt am Abend, aber ja, nur zum Leveln hat es einfach gereicht. Hab das noch durchgehalten bis zum letzten Drücker, das ging extrem lange. Also jetzt sind die Levels richtig weit auseinander und ja, ich muss schauen, ob ich noch ein Level pro Tag schaffe. So, hier ist auch nichts. Also wir gehen mal questen. Ich wollte heute die Quests machen in Fisgil. Aber wir können schon mal hier in Dosim schauen, in Rairaya, aber in Rairaya gibt es keine Quests, nur dies eine, der verbleibt von Musikanten. Ah, hier als Quest, gut. Sehr schön. Oh, noch ein Amulett kann man da bekommen. Aquantis Erkunder. Den sieht man fast nicht. Aha, wir haben alle. Okay. Dann hier Quest abgeben und den Busch ausweichen. Also am SK her, die komme. Wo genau ist er? Und wieder zurück. Aha, hier. So, können wir mal Aquantis töten. Und wir sind schon wieder zurück. Wo müssen wir hin? Ah, hier. Ein paar Händler abklappern. Und jetzt. Oststrand. Hier hat es nämlich Aquantis, aber nur sehr wenige. Nein, gehen wir zuerst unten. Machen wir zuerst diese Quest. Mit den Aquantis-Sekunden. Ich hoffe noch kein Spieler war hier. Weil solche Quests kann man am besten morgen machen, wenn noch nicht so viele Spieler online sind. Und weil die Monster nicht wegnehmen natürlich. Er hat ein Ausrufezeichen. Ja, sieht nicht so gut aus. Ja, einer hat's wenigstens. Töten wir halt den einzigen. Ja, irgendwie sind wie immer wir öfters auch am Morgen Leute online, die natürlich unbedingt auch Magneten sammeln wollen. Na, mir soll es egal sein, ich brauche ja die Magneten nicht so. Aber hätte sie schon gerne, damit ich Events machen kann. Zum Beispiel, das ist schon wieder eine. Irgendwie an diesem Strand spawnen die Monster extrem lange nicht. Also wahrscheinlich ist vor einer halben Stunde hier irgendjemand da gewesen und hat die gefarmt. Also für die Quest gebracht. Schade. Müssen wir schauen, dass wir halt irgendwo anders diese bekommt.